Dann fange ich gleich mal an. Hallo Leute, ich bin's wieder, der Chaos, und willkommen mal wieder bei einem Let's Battle DayZ. So, mit mir zusammen der Vincent. Guten Tag. Und ja, ihr kennt das Prozedere. Ab runter, wir sind in Tscherno. Und ich stecke ja schon mal in der Wand fest. So. Schön. Wo bist du lang? Links oder rechts? Aus der Tür. Jetzt. Okay. Ich warte mal auf dich. So viel Motion Blur hier. Ne, das bist du nicht. Ah Gott. Verdammt. Wo bist du nur? Ich such dich gerade. Ich bin hier mit den anderen. Mr. Island Gamer sehe ich und sonst wen. Treffen wir uns irgendwo. Okay, aber ich kenne mich also absolut nicht aus. Ich bin nur so ein Hobby-DayZ-Spieler. Siehst du das Riesenhotel? Steht oben drauf International Hotel. Da bin ich beim letzten Mal gestorben. Ich glaube, ich könnte es finden. Ach, da hinten. Ja. Dann treffen wir uns einfach dort. Alles klar. Und am Anfang, also, es rennen eigentlich alle zur Fire Station. Okay. Ja, ich weiß nicht, bisher habe ich auch immer bloß so just for fun gemacht und weiß gar nicht, wo hier was liegt. Bist du gerade in so ein Gebäude rein? Ja, in so ein Eckhaus. Dann komme ich da auch mit rein. Tach, ja. Da haben wir uns. So. Ich habe eine Double Belt, aber die ist richtig schlecht. Ja gut, besser als ein Makarov. Nein. Schlechter, sag ich dir. Oh, Zombie. Kommt hier langsam drauf zugeschwankt. Egal, kann ich ignorieren. Hier oben liegt eine Marke für dich. Ah, yippie. Wie ich sie hasse. So, aber besser als nichts. Ist auch direkt noch ein Magazin für dich. So. So, zumindest ein wenig ausgerüstet. So, wie sieht der Plan aus? Ja, weiß nicht, so die Eckhäuser looten. Alles klar. Problem ist, hier ist irgendwo ein Zombie in der Nähe. Gut, und raus. Ah, Connection-Probleme sehe ich gerade. Ja, ich habe hier roten Ping. Gut. Dann liegt's nicht an uns. Supermarkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite? Ja, der ist halt direkt in der Fire Station. Ach da so. Ist sicher. Aber wir können so langsam zur Fire Station jetzt gehen. Na dann versuchen wir es mal. Ja, bisher noch alles ruhig, noch keinen Schuss gehört. Ja. Ja, also in der Kirche sind sie eigentlich auch immer. Ja.
Da wurde ich auch mal schön abgefangen. Da ist er schon, ne? Ja. Den holen wir direkt in der Kirche drin. Okay. Mein Gott, wir haben die schlechtesten Waffen. Aber wir haben Waffen. Das ist ein Zombie. Nein, der war knapp daneben. Er ist vermutlich irgendwo im Eckhaus. Ja, ja, da. Eckhaus ist drin. Wo genau ist er da? Der ist jetzt im Durchgangszimmer irgendwo. Ah, ich sehe. Chill Freeze ist das. Okay. Ja, ich schon. Gerd töte ich eigentlich immer. Okay, er rennt Richtung Fire Station. Okay. Ja, ich bin jetzt bei meinem letzten Magazin. Ich habe ein paar Mal getroffen, aber na gut, was zählt das bei einer Magazin? Ja, das ist gut. Das ist gut. Was? Da kannst du gerade verbinden wegen mir. An der Fire Station. Ah, ich bin hinter dir. Okay. Nur jetzt nicht mehr. Ja, halt's. Egal, dem mal ein paar reingedrückt. Jetzt ist er erstmal weg. Okay. Wie machen wir weiter? Ja, schauen wir mal kurz in die Fire Station. Hier, der Zombie blockiert uns den Weg. Ah. Kommt auch von hinten einer. Dann gehen wir weg. Oben ist nichts weiter. Fragezeichen. Aber ich bin nicht hochgekommen, da lag ein Zombie auf der Treppe. Ah, Schüsse. Ja. Ich gehe nur in den Supermarkt, ich gehe ins Eckhaus. Alles klar. Oh Gott, hier ist eine ganze Zombie-Horde überall. Ah, ich sehe es. So. Was ist das? Au! Oh. Was war das? Keine Ahnung. Ach, hier. Tja, da habe ich jetzt kaum eine Chance. Das war aber eine ordentliche Waffe. Ja. Nur dann habe ich keine mehr. Tja, verdammter Mist. Ich kann nur flüchten und ja, hoffen, dass ich irgendwo was zum Verteidigen finde. Einen dicken Schuss habe ich jetzt gerade kassiert. Oh Mann. So, verbinden wir uns erstmal. Ich hoffe, dass er nicht gesehen hat, wo ich lang bin. Tja, Blut ist halb runter bei mir. Das war es auch irgendwie. Schauen wir mal. Okay. Konnte ihm Wesen entkommen. Wer war das überhaupt? Kann ich nicht sagen, habe ich nicht mitgekriegt. Ist auf Tape drauf, aber... habe ich leider nicht mitgekriegt.
So. Gar nichts hier. Jetzt ein bisschen Munition kriegen würde für die Scheißwaffe. Okay. LP GameTuber HD wahrscheinlich. Denn die laufen da immer noch rum. Ja, das ist Dreier-Team. Weil eigentlich wäre ich gerne deine Waffe looten gegangen, aber das hat sich dann damit absolut erledigt. So, irgendwo hatte ich Chillpriest, also in Georg gerade irgendwo auf dem Radar. Aber der ist jetzt auch weg. Schrott, Schrott. Ja, es ist das Problem, dass ich mich nie auskenne, wo hier irgendwas liegt, was denn gut wäre. Also, das Beste, was du eigentlich in der Stadt finden kannst, wäre die Enfield. Die macht, glaube ich, so 8000 Schaden pro Schuss. Ah, ein Schuss ist da meistens ausreichend. Ja, man wird da ohnmächtig fallen getroffen, sonst was. Also, wenn du triffst, ist er eigentlich weg. Ja. Und die findest du hauptsächlich so in den Eckhäusern. Okay. Ansonsten, ja, okay, man kann noch ein bisschen besseres Equip bekommen, aber nur in der Fire Station. Und da sind halt wirklich alle. Ah. Ich schlag mich gerade hier irgendwie durch die Industriegebiete. Ist halt auch nicht viel leichter, dass ich jetzt hier alles so gut wie in Schwarz-Weiß sehe. Und immer mal hört man Schuss. Hoffentlich gelten die nicht mir. Ja, wo kam der eigentlich her? Kam der direkt um die Ecke und dann hast du voll einen abgekriegt, oder? Ich habe gar nicht gesehen, wo der lag. Ja, das ging ruckzuck irgendwie. Ich habe das auch kaum mitgekriegt und dann plötzlich ist er direkt vor meinen Augen auf und abgelaufen. Dann habe ich mein Magazin auf ihn entleert. Aber gut, das macht nicht so viel Eindruck bei einer Makarov. Ja, er hatte wahrscheinlich eine Lee-Enfield. Also abgekriegt hat er was zumindest. Na, dann werde ich mich mal in die Wohngegend zurückschlagen und gucken, ob ich da nicht noch irgendwas finden kann. Okay, ich wäre hier beim Krankenhaus, aber da muss ich ja leider irgendwie durchs Glas kommen, wa? Ja. Aber du kannst eine Empty Soda Can draufwerfen. Ja, die habe ich natürlich nichts mitgenommen. Aber der alleine ist sowieso nichts mit Bluttransfusion. Ja, leider. Nicht irgendwie seltsam und dämlich, aber gut. Was soll man machen? In den meisten Mobs gibt es die ja mittlerweile. Ah ja. Ja, ich bin eh auf die Standalone gespannt. Man hat ja jetzt schon mal ein bisschen was gelesen darüber. Aber naja, dauert noch. Demnächst kommen, glaube ich. Ich glaube, es dauert nicht lange. Eine Lee Enfield, na Mensch. Das ist jetzt natürlich sehr gut. Ich glaube, hier lag noch tausendfach Munition dafür rum. Ja. So, tipptopp. Dann hoffe ich mal, dass ich damit wenigstens mal ein bisschen was an Schaden machen kann, bevor ich da drauf gehe. Ja. Erstmal welche finden. Also ich denke mal, da wo du draufgegangen bist, da werden die sich immer noch rumtrollen. Ja, das war ja so Fire Station. Supermarkt, so. Ja. Da sind sie eigentlich immer alle.
Irgendwie kommen mir ein bisschen wenig Zombies hier vor. Also ja, im Vergleich zu den letzten Malen. Die waren vorher alle im Supermarkt. Ja, das stimmt. So. Hier ist nix und hier ist auch nix. Obwohl, ich könnte noch eine Bandage gebrauchen. Wobei, wenn ich jetzt nochmal anfange zu bluten, dann ist wahrscheinlich eh alles schon vorbei. Dann spiel ganz vorsichtig. Ja, das könnte ich, wenn ich wüsste, wo ich überhaupt lang gehen muss. Okay, der nächste hinüber. Und noch einer. Georg ist jetzt alleine. Leider keine Schüsse gehört. Ja, die Ausstattung jetzt meine Spitze. Schöne Lee Enfield mit zwei Ersatzmagazinen. Ja, Georg ist jetzt auf jeden Fall auch allein. Ah. Okay, sie sind Leichen. Glaube ich. Nee, nur Müllsäcke. Aber ich finde zumindest meinen Weg zurück, den ich vorhin geflohen bin. Dann müsste ich ja irgendwann wieder zu dem Supermarkt kommen. Langsam aber sicher. Wie viel sind eigentlich noch drin jetzt? Es müssten noch Georg drin sein und noch ein Zweier-Team. Okay. Wobei, ich glaube sogar noch zwei Zweier-Teams. Weil ich nämlich auch irgendwie so ein Gefühl, dass da noch nicht genug gestorben sind. Ja doch, es müssten zwei Zweier-Teams noch sein. So, aber irgendwie habe ich dann doch die Orientierung wieder verloren. Irgendwie, ich träume mich jetzt am Bahnhof rum. So sieht's aus. Die Stadtrand. Mit Nally Enfield, du könntest versuchen, auf die Kirche zu kommen. Ah, die oder nicht Kirche, Rathaus. Achso, na, die Kirche, die sehe ich gerade. Rathaus, böhmische Dörfer, keine Ahnung. Wo das sein soll? In der Stadtmitte. Okay. Da gibt es dann am Rand so Rinnen und die kannst du wie eine Leiter hochklettern. Aha, alles klar. Gut, also ich glaube, ich bin jetzt hier wieder neben der Fire Station. Schon mal gar nicht so verkehrt. Wir haben einen Blitz eingeschlagen. Ja, mal gucken, ob in der Kirche jemand ist. Wahrscheinlich. Oh, da ist einer. Ah, verdammt. Kann doch das nicht. Ich hab da einen Mr. Island Gamer.
könnte deinen Tod rächen. Aber er rennt mir davon, verdammt. Verdammt. Ein wahrer. Mit der Lee-Enfield kann man auch nicht so schnell hintereinander schießen, wa? Nee. Aber dafür reicht halt meistens ein Schuss. Irgendwo da hinten versteckt er sich, aber ich sehe ihn leider nicht. Verdammt. Ich helfe dir mal aus der Luft. Hallo Zombie. Das Gute ist, die Zombies laufen auf ihn zu, nicht auf mich. Knallhart, tja. Verballert er seine ganze Munition? Ich kann nicht glauben, dass er überhaupt nicht sieht. Oder es ballert noch jemand anders? Ja, ich habe eure Schüsse gehört. Okay. Mr. Island Gamer was killed. Sehr schön. Aber nicht durch mich. Seltsamerweise. Vielleicht verblutet oder an Zombies oder so. Ja, das kann natürlich sein. Renn ich doch mal schnell hin da. Zombie. Sehr gut. Na gut, der hatte eine Makarov. Ja, jetzt nichts weiter dabei, was ich hätte gebrauchen können. Schade. Was war das denn? Ich will nach. Ah ja. Ah, in Skype hat einer geschrieben. So, einer weniger. Den kann ich sogar mal halbwegs auf mein Konto nehmen. So, mal schauen, wo es weitergeht. Zum ersten Mal ist es momentan wirklich spannend. Weil ansonsten werde ich immer relativ früh abgeballert. Und ja, hatte sogar vor 2-3 Wochen, wo wir das letzte Mal hier, wo ich mitgespielt hatte, meinen allerersten DayZ-Kill überhaupt. Bisher wurde ich dann immer bloß erschossen. Ja, ich habe auch aufgehört, das so quasi privat zu spielen, Daisy. Bloß noch, wenn der Geo nachfragt, dann spiele ich gern mit. Aber irgendwie ist so ein bisschen die Luft raus, finde ich. Ja, beim normalen DZ. Aber die Mobs sind eigentlich ganz wichtig. Okay. Ja, ich habe sonst Warzy habe ich eine ganze Zeit lang gespielt. Das war eigentlich ganz fetzig. Also obwohl viele darüber schimpfen und sonst wie, aber ich fand es eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das haben wir alle eigentlich eine ganze Weile gespielt. Aber dann kamen halt die ganzen Hacker. Okay, davon weiß ich nicht viel. So. In der Küche ist gar niemand. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Tja, dann mal gucken, wo ich als nächstes hinlaufe. Irgendwie Stadtmitte meinst du, ja? Ja, da wäre halt das Rathaus. Da kannst du eigentlich relativ viel sehen. Mit der Lee-Enfield kann man ja auch ziemlich weit schießen, also. Ja. Ist das in der Nähe von dem Hotel? Ja, eigentlich direkt daneben. Okay.
tatsächlich jetzt nochmal hoch. Und hoffentlich guckt mir dabei gerade keiner zu. Vielleicht liegen sie da oben auch schon alle. Alleine. Tja, dann ist die Frage, wo ist der Rest? Und der Georg lebt auch noch, wa? Okay, ein Schuss. Aha, nicht hinstellen. Hinlegen. Okay, da hinten habe ich was gesehen. Da werden sie. Verdammt. So, anscheinend ist Vincent auch nicht mehr da. Ja, das bin ich. Ach doch, du bist noch da. Nee, ich wollte jetzt mit meinen Zuschauern sprechen, quasi. Weil ich dachte, sonst ist niemand mehr hier. Ja, nee, aber ich spiele ja nicht mehr mit, also. Ja, nee, klar. Ja, irgendeiner war da. Ich hab mal wieder nicht auf den Namen geachtet. Oh, da unten. Okay, kommt jetzt hier hoch? Ich hoffe. Wo ist er lang? Da unten. Es müssten noch vier andere am Leben sein. Na, einer ist hier irgendwo. Fuck. Da hinten. Fuck. Tja, das war's für mich. Ah. Da war noch irgendwo ein anderer, der hat mich dann gekriegt, während ich den noch anderen quasi anvisiert habe. Ja, aber du hast einen getötet, das ist ja schon mal. Ja, quasi. Gut, danke Vincent fürs Spiel und für die Unterhaltung. Und man sieht oder hört sich mal wieder. Ja. Und ja, euer Chaos sagt Tschüsseli und bis zum nächsten Mal.